Hallo meine lieben Zuschauer, heute mal wieder ein Random Pick auf meinem Kanal. Und zwar hat's erwischt die Nummer 74, Da Evo Kit. Ich dachte mir so, ich lasse das mal hier offen, Random Org, ja hier, 1 von 540, habe ich einfach mal 540 eingegeben, keine Ahnung, wie viele Leute sich gerade beworben haben. 74 kamen mal raus, Fenster zu, hier ist Nummer 74, Da Evo Kit. Aus Stuttgart, 33 Abonnenten und 6114 Videoaufrufe. Das Kanaldesign gefällt mir richtig, richtig gut. Und ganz oben steht auch, bei Da Evo Kit hat er selbst gemacht. Geiler Mist, Mann. Finde ich echt cool, gefällt mir gut. Merkt man auch in deinen Videos, dass du ein bisschen was machst hier mit Grafik. Und das ist nicht erst seit gestern, ja. Hier Speedout Wallpaper und so, coole Sache. Also, mein Respekt, gefällt mir schon mal gut. Da ist auch mehr geboten als nur Let's Plays. In Anführungszeichen nur Let's Plays, ja. Wir gucken mal auf die Zahl, die ich gerade übersprungen habe. Und zwar haben wir nämlich hier 52 Videos hochgeladen. Ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist, aber 52, meiner Meinung nach, passt gut. Wir zoomen mal wieder ein bisschen rein, weil ich ja dann sonst nichts erkenne. Mit meinen schlechten Augen. Letzter Upload vor einem Tag, vor 2 Wochen, vor 3 Wochen, vor 3 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Gab so eine längere Pause gerade, aber schön ist eben vor einem Tag wieder was hochgeladen. Ansonsten, ja, wenn man die Zahlen hier so sieht, vor einem Monat sind ungefähr hier jetzt, was weiß ich, 4, 5 Videos und vor 2 Monaten, also videomäßig überschüttest du uns jetzt nicht hier mit deinem Output, würde ich sagen. Schade, weil ich finde, das machst du ganz gut. Wir schauen mal auf die Playlists. Wir haben hier Speedarts mit Herzchen, ja, 1, juhu, Battlefield 3 Commentaries, Miniclips, FIFA, Tutorials, auch 2, Modern Warfare Commentaries, Trolling, habe ich noch nicht gesehen, das Video, aber dann zu später mehr der Bewertung. Ja, das heißt, schön Playlists, aber eben halt recht leer das Ganze. Wir gucken mal rein hier bei Guild Wars 2 World Event, kleiner Einblick in die GW2 Welt, German HD. Wir haben ja auch einen Trailer mit einer Mucke, wo ich keine Ahnung habe, ob ich das zeigen darf. Ich zoome jetzt einfach mal ein bisschen vor. Irgendwie dahin, sieht gut aus. Und jetzt machen wir das Bild noch ein bisschen größer, damit wir auch alle was sehen können. Viel Spaß, meine Freunde. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Diesmal habe ich für euch das erste Guild Wars 2 Video hier auf meinem Kanal. Bei einem heftigsten Event, ein Welt-Event. Da steht: Zerstört den Feuerelementar, der aus der Verschmelzung des Energiekerns des Sauber 5000 mit der chaotischen Energie entstanden ist. Kurz und knapp, Japan. Japan, so kann man sagen. Der Reaktor hier ist explodiert und durch diese, wie es da steht, chaotische Energie ist dieser Feuerelementar Stufe 15 entstanden. Ich habe das gerade schon mal aufgenommen, da waren wir ungefähr hier bei der Hälfte von der Energie, das war vor knapp 10, 15 Minuten. Ja, nein, doch, 10 Minuten. Und es geht hier ja ab, wenig sind, wenn wir jetzt mal auf der Karte schauen. Eine edle Seele heilt euch. Ja, heil weiter. Ne, der ist auch am Verrecken. Warum auch immer mein Video gerade eine Pause macht, aber gleich geht's weiter. Na, Video? Komm, wie wär's mit? Oder hör mir hier einfach auf. Ja, da mein PC, Internet oder sonst was gerade überhaupt keinen Bock mehr hat, ein Video anzugucken, hör mir ja auch auf, ja. muss sagen, das Video ist recht zurückhaltend, ruhig, leise. Ist nicht von Nachteil, aber manchen auch vielleicht ein bisschen zu wenig. Ja, wie gesagt, dazu alles in der Bewertung. Schauen wir mal. Na dann mal Punkte, Punkte, Punkte. Videoqualität. Wir haben 27p und leider nicht mehr. Ist okay, wollen wir nicht weiter drum herum reden. Dann sind deine Videos manchmal ein bisschen arg kurz, muss ich sagen. Bei den neuesten Let's Plays, Guild Wars 2, hast du, ich glaube, 18 Minuten, was vollkommen in Ordnung ist. Es gibt aber andere Videos, die haben 5 Minuten oder 6 oder 3. Habe ich mal bei Videoqualität mit reingepackt, weil das ja nicht nur die optische Qualität ist, sondern auch eben das Video an sich. Und da gehört die Länge einfach auch dazu. Ja, die Länge ist auch wichtig an alle Frauen da draußen. Oder an die Männer. Die Videolänge natürlich. Dann sind deine Aufnahmen ruckelfrei, ein positiver Aspekt, und ich wüsste auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Videoqualität 7 von 10 Punkten. Die Länge ist wichtig, ja. Ich alter Philosoph. Zur Soundqualität. Wir haben ein Intro mit einem Sound, der viel zu laut ist. Das Intro schreit dich an, ja. Danach kommst du dann mit deiner Stimme, die etwas leise rüberkommt, genauso wie der Ingame-Sound, der dann noch leiser ist. Bei Guild Wars 2 zum Beispiel ist Ingame-Sound, also Musik plus die Soundeffekte des Spiels im Hintergrund gerade mal so zu erkennen. Also schraub das mal höher bitte bei den nächsten Videos, die du machst.
Dann haben wir noch dein Mikro mit Hintergrundrauschen. Herzlich willkommen. Rauschen ist auch mit dabei. Freut mich sehr. Daher bei Soundqualität 6 von 10 Punkten. Die Kanalvielfalt. Es gibt keine aktuellen Uploads. Das war ein bisschen kacke so, weil ich habe mir davon mehr erwartet. Die Playlists, die du hast, sind mangelhaft gefüllt. Da ist zu wenig drin los. Und du hast jetzt auf deinem Kanal den Titel geändert in Back Again. Was wohl bedeuten mag, dass du aus dem Urlaub zurück bist. Und daher wahrscheinlich auch diese Upload-Pause, weil du nichts hochladen konntest, als du im Urlaub warst. Ist trotzdem kacke, ja? Was soll ich da bewerten? Und wenn jetzt erst was kommen sollte und du dich bessern wirst, ist schön für dich, aber bei meiner Bewertung ist eben nichts da, daher bei Kanalvielfalt 2 von 10 Punkten. Der Kommentarstil. Du redest an manchen Stellen viel zu schnell. Auf Deutsch, du redest an manchen Stellen viel zu schnell. Und dann muss ich auch sagen, dass auch wenn du schnell redest, deine Let's Plays extrem langweilig sind. Extrem langweilig. Also dieses Guild Wars 2 Ding, da warst du noch in Urlaubsstimmung oder hast einen Joint geraucht oder was weiß ich. Puh, warst eben irgendwie gerade aufgestanden und hast noch nicht geduscht und dann aufgenommen. Ist auf jeden Fall sehr ätzend, das anzugucken, ja, und zieht sich wie ein Kaugummi in die Länge. Ja. Du erzählst auch gar nichts Spannendes in diesem Let's Play. Eine Tortur, das zu sehen. Wie gesagt, will ich jetzt konstruktive Kritik sollte sein, ja. Also nicht, dass ich sage, bist du da Kacke. Das kann man alles besser machen, ja. Du kannst ja mal richtig auf den Putz hauen und das solltest du auch mal machen, um die Leute oder deinen Zuschauer mal da zu animieren und dich zu abonnieren, das anzugucken, zu kommentieren. Was anderes mache ich ja auch nicht, ja. Ich schreie ja hier auch die halbe Wohnung zusammen, wenn ich hier mit euch alleine vor dem PC sitze und rede, ja. Hallo da draußen! Gut, bevor ich jetzt hier total ausflippe, der letzte Punkt zu Guild Wars 2 ich habe aufgeschrieben, ist leider eine Trauer anzusehen. Ist leider so. Also, überleg dir das nochmal, ob du das nicht ein bisschen anders machen willst. Kommentarstil. 3 von 10 Punkten. Ah ja, da fällt mir noch was ein. Warum sagt da draußen jeder zu Items, also dem Gegenstand, das englische Wort für Gegenstand, Items, wie das deutsche Ei? Items. Items gibt es nicht, ja? Items. Items, nicht Items. Merkt euch das bitte. Kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich das höre, ja? Würde ich am liebsten mit der Faust durch den Bildschirm schlagen. Ja, zum Design. Gefällt mir gut. Schönes Ding. Muss ich sagen, hast du selber gemacht. Cool. Du hast auf jeden Fall Talent und gibt bei mir auch Punkte. 4 von 5. Sonderpunkte? Nö, heute mal nicht. 0 von 5 Punkten. Das bedeutet, erreichte Punktzahl bei mir heute bei meiner Promotion und Bewertung 22 von 50 Punkten. Dazu mein Glückwunsch, ist ein guter Schnitt, muss ich sagen. Dafür, dass du doch da bei Kommentarstil und Kanalvielfalt noch einiges aufzuholen hast, dennoch eine gute Punktzahl. Das sind aber auch Punkte, die du natürlich noch leicht ändern kannst. Kanalvielfalt auf jeden Fall und der Kommentarstil, da musst du auf jeden Fall selber dir arbeiten. Geh mal aus dir raus, red mal mehr mit Leuten, ja. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar. Wenn euch der Kanal gefallen hat, besucht ihn, hinterlasst ihm konstruktive Kritik oder einen Daumen hoch oder vielleicht ein Abo. Noch am Rande ganz kurze Bemerkung: Ab heute, also eigentlich gestern, im 6.9. bis zum Sonntag, glaube ich, läuft bei Rathermoon LP ein Let's Play Contest, wo ich mit meinem Let's Play Kanal auch mit dabei bin. Link in der Beschreibung, hau ich wieder raus aus der Beschreibung, sobald der Contest vorbei ist. Würde mich freuen, wenn ihr mir da einen Daumen hoch gibt, weil ich dann weiterkomme. Alles klar, ich bedanke mich, macht's gut, Eigenwerbung for the win. Ciao!